Die fertig gebastelte Blume habe ich nun auf ein Holzbrett gestellt. Jede Blüte ist ein Unikat. Die Blume ist mit ihren vielen Einzelblüten eine edle Wohndekoration. Ihr könnt anstatt weißer Blüten auch bunte Blüten oder Perlen verwenden. So, dann mal los an die Arbeit. Für die Bastelarbeit braucht ihr nun folgende Materialien. Hier habe ich einen Topfreiniger, einen Riesentopfreiniger, den habe ich bei Teddy gekauft. Dann braucht ihr weiterhin eine Weinflasche mit einem Durchmesser von 8 cm, einen kleinen Silberdraht, Perlen, hier habe ich einen Durchmesser von 1,5 cm bei den Perlen, da braucht ihr so ungefähr 6 in Weiß und eine in Silbern, die habe ich hier von so einer Perlengirlande abgeschnitten dann. Weiterhin braucht ihr Aludraht, dieser Aludraht ist 3 mm dick, davon brauche ich 4,5 Meter. Dann habe ich hier kleine Blüten, hier habe ich Kabelbinder, 2 Stück, einen Seitenschneider, eine Schere, ein Stück Holz und einen Heißkleber. Zuerst zeige ich euch, wie dieses Körbchen entsteht. Und zwar nehme ich diesen Topfreiniger und ziehe hier die Seiten einfach hoch und forme das zu so einem Behälter, so dass ich im Grunde nachher hier die Blüte einsetzen kann. So, das wäre schon fertig. Dann brauche ich nachher für die Blütenmitte 6 aufgefädelte Perlen, die habe ich also auf so einen kleinen Draht aufgefädelt. Die andere Perle wird anschließend, wenn ich die Blume fertig habe, nachher mit eingeklebt. Dann nehme ich den Silberdraht, der ist so richtig schön biegbar, wie ihr seht. Den habe ich hier um die Weinflasche gewickelt. Also ich hatte 2 Stücke, da habe ich nochmal ein neues Stück angesetzt. So sieht das dann aus, das ziehe ich richtig schön fest. Und dann nehme ich einen Kabelbinder und schiebe den hier unten durch. Und zwar für die Blüte muss ich diesen Draht nachher schön zusammenbinden und der muss richtig fest sitzen. Also positioniere ich den Kabelbinder schon mal, das mache ich am besten mit 2 Stücken. Jetzt ziehe ich das einfach hier so durch und kann den nachher richtig stramm ziehen. Dafür muss ich jetzt als erstes mal diese Wicklung hier von der Weinflasche abziehen. So, den Draht dabei gut festhalten. Und den Kabelbinder ganz eng zusammenziehen, so dass das hier richtig festsitzt und sich nicht mehr verändert. So, ich lasse die Bänder erst noch mal dran, vielleicht kann ich das noch mal nachher ein bisschen nachziehen. Und dann nehme ich den Seitenschneider und trenne, das ist jetzt der Anfang hier, den muss ich hier ein bisschen kürzen. Alle Drähte hier in der Mitte durch. Das mache ich jetzt so nach und nach. So, den Kabelbinder habe ich noch mal richtig festgezurrt. Dann schneide ich jetzt mal die Enden ab. So, am besten ist, wenn diese Stücke so nach unten gerichtet sind. So, und dann biege ich die Drähte so, als wenn so eine Blüte entsteht, rundherum. Mal mehr nach außen, wie ihr das möchtet, dass so eine Form entsteht. So, seht ihr schon, wird es so ein bisschen blütenförmig. Biege ich die mal ein bisschen nach außen, ein paar mehr nach innen, so. Immer abwechselnd vielleicht, so dass euch das gefällt.
ist so ein bisschen Fuddelei, bis man nachher die passende Form hat. Aber die Mühe lohnt sich. So, hier ziehe ich das noch mehr so zur Mitte hin. So. Wird schon so blütenförmig. Wenn ihr meint, dass ein Draht wie hier so ein bisschen noch sehr lang ist, das schneidet ihr noch mal ein Stückchen ab. Der Draht lässt sich gut biegen. Wie ihr seht, ist das jetzt schon so ein bisschen so eine Blütenform. So kann die Blüte aussehen, die Grundform. So, dann habe ich hier die aufgefädelten 6 weißen Perlen. Ich gebe hier mal in die Mitte Klebstoff. Und setze die Perlen da mittig auf. So. Jetzt muss ich mal gucken, da ist meine silberne geblieben, die setze ich dann so da rein. So, dann klebe ich das Ganze, dann hole ich mal mein Nest, meine Nestform. Gebe hier so ein bisschen Klebstoff, so ein bisschen da so mittig an den Rand auf und setze die Blüte da so drauf. So, das muss ich jetzt einen Augenblick festhalten, bis das wirklich geklebt ist, so. Und dann nehme ich einzelne Blüten, die habe ich hier von diesem Strauch abgetrennt, gebe auf der Rückseite mal ein ganz bisschen Klebstoff auf und setze die nach und nach hier so verteilt auf. Ich zeige euch das nochmal bei diesen, das habe ich hier auch gemacht und dann habe ich hier einzelne Blüten noch an diesen Behälter gesetzt. Und ihr könnt so viele Blüten, wie ihr aufsetzen möchtet. Ihr könnt die auch an den Rand setzen oder nur so hier im oberen Bereich. Jeder Draht braucht keine Blüte. Ich finde es so auch ganz schön. So, diese Blüte ist ein bisschen breiter geworden. Die Perlen sind auch etwas dicker als die von der Blüte. Aber ich finde, das könnt ihr so machen, wie ihr möchtet. So, jetzt werde ich hier noch die Blüten ergänzen. Ich habe für den Sommer noch viele Bastelideen im Kopf. Wenn ihr die fertiggestellten Neuigkeiten sehen möchtet, dann abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis dann, eure Angelika Kipp.